Ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video von Russian Fishing 4. Heute nochmal an dem neuen Gewässer. Und wie soll's auch anders sein? Ich muss es einfach probieren. Ich muss Hechte suchen. Und ich habe, glaube ich, eine ganz vernünftige Stelle gefunden. Zumindest in den letzten Minuten oder in der letzten halben Stunde ging es schon ganz gut los hier. Eine der wenigen Stellen, die so ein bisschen verschlonzt ist, die so ein bisschen Grünzeug am Rand hat. Und hier testen wir einfach nochmal weiter, wie das so geht mit den Hechten. Also, hier stand ich jetzt gerade eben schon in den frühen Morgenstunden. Mittags ist ja für die Hechte immer so ein bisschen Flaute. Und ich habe hier die Grundrouten einfach mal rausgeschmissen auf Boily und Krill und solchen Sachen und teste da einfach mal, ob da irgendwas dran geht. Werden wir mal sehen. Aber damit es nicht so langweilig wird und damit man auch zwischendurch was zu tun hat, habe ich einfach mal die Jerk rausgeschmissen. Erstmal mit ein paar kleineren Jerks. Und siehe da, es waren auch ratzfatz ein paar kleinere Hechte dran. Und jetzt habe ich mich so Stück für Stück durch verschiedene altbekannte Jerks durchgearbeitet. Und bin jetzt zuletzt bei den selbstgemachten gelandet. Gucken wir uns gleich nochmal an, welche das waren. Und was ich auch getestet habe, die verschiedenen Führungsstile. Was das Schöne hier ist, es erinnert halt sehr auch vom Gewässer und von der Sichtweite dem Kristallsee. Man kann sehr, sehr weit ins Wasser auch reingucken. Man sieht sofort, wenn da einer angeschwommen kommt. Das ist schon mal sehr praktisch. Das ist jetzt hier so die Montage, die ich gerade habe. Und ich habe angefangen hier mit diesem Clownsfisch-Imitat. Und das war der erste, gar nicht so ganz groß, den hatte ich mir gestern noch geholt. Aber ansonsten alles eher die ganzen klassischen Jerks. Und im Moment läuft dieser große hier gar nicht so schlecht. Wenn wir mal kurz reingucken. Das sind jetzt hier so die letzten, seit einer halben Stunde ungefähr hier. Die Mittagszeit bis jetzt zur Abendzeit, da war halt jetzt wirklich Flaute, da war nichts los. Und jetzt ist halt Abend und jetzt probieren wir es einfach mal weiter. Ich werfe quasi immer so, also nicht so ganz weit aus. Und na, ich sag mal, von der Geschwindigkeit bin ich hier bei 30, Einholgeschwindigkeit 30. Und mache am liebsten dieses Führung mit Zwischenstopp. Beziehungsweise das Stop and Go. Also da hat es jetzt am besten funktioniert bisher. Das Gieren war zuletzt nicht so erfolgreich. Gucken wir mal, ob da jetzt wieder was losgeht. Wir haben jetzt 19 Uhr. Eigentlich müsste es schon wieder abgehen. Wenn man das mit dem Ladoga zum Beispiel, wenn man das vergleicht, dann ist ja so die Fangzeit 18, 19 Uhr, geht es ja eigentlich richtig gut wieder los. Schauen wir mal, wie es hier ist. Und was, wie gesagt, das echt das Schöne ist, man sieht, die kommen hier angeschossen. Kann sich schon darauf vorbereiten, alles klar, jetzt hakt er gleich. Direkt nochmal einen Anschlag setzen und einfach reinziehen. Ich probiere es mal hier weiter vorne am Schilf. Fünf Umdrehungen mache ich in der Regel. Dann ein bisschen Pause, dann kommt hier Führung mit Zwischenstopp. Wieder 5 Umdrehungen, bisschen abwarten. Oder vom Gefühl her, einfach. Ich zähle einfach im Kopf auch häufig einfach so bis 5, zap, zap, zap. Wenn man es zu schnell macht, kommt halt die Führung nicht, ne? Aber ich sehe schon, es wird jetzt schon langsam dunkel. Könnte dann natürlich schwierig werden hier, wenn es jetzt schon so früh dunkel wird. Gieren wir einfach mal durch.
Das ist ja das Spannende jetzt im Moment, ne, bei einem neuen Gewässer. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Jerks probieren. Wo steht welcher Fisch? Da kommt einer an. Zack. Aber nur was Kleines. 1,3 Kilo Hecht. Keine Zeit verlieren. Oh, es kommt noch mal ein bisschen Sonne raus. Sehr schön. Das war jetzt gerade mit dem Gieren. Vor allem will ich wissen, wie groß und ab wann ist jetzt wirklich der Hecht-Trophy. Ist es 12 Kilo? Ist es 15 Kilo? Ich hatte gerade schon einen mit 9 Kilo dran. Aber bis jetzt muss ich sagen, die Morgenstunden waren deutlich, deutlich effektiver. 95, 190 stand ich vorhin. Ja, jetzt bin ich ja fast wieder da. Und das ist halt auf der Map. Hier ganz oben an der Ecke, ne? Und dann hier so in Richtung Kante 11 Meter. Da geht was. Jetzt bin ich ja platt. Jetzt bin ich ja platt. Was haben wir denn da dran? Ich habe hier eine Köderkombi, mit der ich zuletzt auf Sterlet gegangen bin. Das hat auch ganz gut funktioniert. Mache ich aber nochmal ein extra Video zu. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, was da jetzt rangeht. Eppa. Eine fette ein Amurwels. Ja, schön. 2,63 Kilo. Gar nicht verkehrt. Gar nicht verkehrt. 5 Kilo Trophy, 6 Kilo Trophy. Also der bringt schon mal ganz gut Kohle jetzt. Und hier ist das die Kombination Krabbe-Muschel, Süßwassergrill und mit Grill-Dip. Ich werfe auch nochmal so ein bisschen raus. Hier ist es ja 19 Meter tief an der Stelle. Gucken wir mal, ob da was geht. Für den Amurwels. Den ziehen wir auch nochmal ein bisschen näher ran. So. Tja, und jetzt ist eigentlich schon die Hechtzeit durch, ne? Wir haben es schon echt, echt dunkel. Hecht hat mich hier hängen lassen. In der Abendsaison sozusagen. Vormittags richtig gut. So ab 6 Uhr ging das ganz gut los. Und vom Gewicht her, ja, 9 Kilo, 4 Kilo, einige um 3 Kilo. Ich weiß gar nicht, ob es hier Hechtaufträge im Café gibt. Das wäre natürlich nicht schlecht für den Hecht. Dann kann man da natürlich nochmal gut Bonuskohle mitmachen. Aber jetzt in der Nacht ist natürlich... Jetzt ist natürlich keine Hechtzeit mehr. 22 Uhr. Ich würde sagen, in den frühen Morgenstunden gucken wir da nochmal weiter. So, wir haben es 4 Uhr morgens. Ich würde sagen, legen wir wieder los. Die Sonne geht langsam auf. Ich habe hier nochmal diesen Clownsfish-Jerk ausgerüstet. 3, 4, 5. Ich bin gespannt, ob es jetzt wieder abgeht hier. Es ist schon langsam, ja, eigentlich ist es hell genug dafür, fürs Hechtangeln. Fangen wir mal mit dem kleineren Jerk an und dann langsam wieder hocharbeiten. Ich habe auch überlegt, ob man mit einem dicken Fluoro hier einfach mal dran geht. Dickes, fettes Fluorocarbon statt Stahlvorfach. Vielleicht bringt es das ja, weil das so ein ganz klares Gewässer ist hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war der Angriff. Oh mein Gott. Uff. Und der sieht doch
nach ein bisschen was Größerem aus. Oh ja. Ja, wir haben 6 Uhr morgens. Wir haben 6 Uhr morgens gerade ausgeworfen und gedacht, komm, probier doch mal. Vielleicht geht da ja schon wieder was. Und tatsächlich, Morgenstund, da hat der Hecht was am Mund. Alter Falter. Lassen wir ihn erstmal ein bisschen ziehen. Gucken wir mal, ob das... Okay, er hat Bock, er hat Bock. Ja, er hat richtig Bock. Oh ja, und wie er Bock hat. Schön. Sehr, sehr schön. So soll das sein, ey. Jetzt gucken wir mal, ob das auch so ist wie am Ladoga, dass auch manchmal die 7,5er so steil gehen. Oder ob das tatsächlich schon über 10 Kilo ist. Gerade der mit 9 Kilo ist nicht so abgegangen. Uff. Alter, entspann dich. Was geht denn? Alter. Am Anfang den Anschlag habe ich gesetzt. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie ausschlitzt. Es ist tatsächlich auf diesen kleinen Clownsfisch hier drauf. Ist der Hammer, ey. Ist der Hammer. Gestern Nacht noch gekauft. Hab mir gedacht, ach komm, guck mal, welche Jerks gehen denn noch. Welche sehen noch interessant aus. Sehr schön, ey. So, ich drehe einfach mal ganz langsam rein, ohne Turbo-Taste, ganz locker. Oh, er macht schöne Kopfschläge. Da hat er gar keinen Bock drauf gerade. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig bei so einer großen Fläche. Da das Lenken ist echt ein bisschen tricky. Zumal er ja überall hin abhauen kann einfach, ne? Meine größte Sorge ist ja, dass er einfach Gas gibt in eine Richtung und dann war es das. Irgendwann ist man leer gezogen. Oder halt nach rechts rüber. Ich glaube, da ist ganz offen, ne? Aber so wie es aussieht, auch die anderen Hechte, die halten sich doch eher hier am Ufer. Das ist sehr, sehr nett. Und praktisch. Vorhin der mit 9, der war so nah am Ufer hier links. Da konnte ich einfach in Richtung Ufer, also hier einfach drauf zulaufen. Und dann war er ratzfatz drin. So, Alter, komm ran hier. Auf den kleinen Nemo. Ist es denn wahr, ey? Damit machst du dir aber keine Freunde. Und er zieht wieder ab. Er zieht einfach wieder ab. Nice. Ach ja, so macht... Das ist eben das Geile beim Hechtangeln. Richtig geile Agrofische. Schön mit den Kopfschlägen auch. Sehr gut, ey. Gönnen.
Komm. Ja, viel tut sich nicht, ne? Er hält einfach dagegen. Er hält einfach dagegen. Nicht schlecht, ey. Also es ist nicht wie Welsangeln oder sowas. Hoppala. Der Stoff. Alter, ein bisschen verschwommen gerade. Uff. So, komm. Schön Stück für Stück einfach ranziehen. Ich denke mal, der wird gleich nochmal durchgehen. Ja. Bisschen Zucker reinpumpen. Langsam reinpumpen. Mit Gefühl. Da sieht man schon langsam was. Jawohl. Uff. Wenn er schon so Augen macht. Uff. Komm schon, Alter. Hechtangeln ist so geil. Leck mich doch am Damm. Oh, wow. Wow. Bam. Ah. Geiler Brocken. Sehr geiler Brocken. Alter, ey. Da ist er wieder. Der Hecht. 14,856 Kilo. Schönes Ding, ey. Schönes Ding. Und das auf diesem kleinen Nemo hier. Ist das geil. Alter, ich habe schon ordentlich einen in der Birne hier, ey. Abgefahren. Richtig, richtig gut, ey. Und zum Glück... gar nicht so ganz abgedreht hier, ne? Gar nicht so ganz abgedreht. Also er ist nicht irgendwie quer über den See gebrettert oder sowas, ne? Abgefahren. War sogar noch ein Gewässerrekord. Gar nicht schlecht. Ach, wie schön, ey. Fast 15 Kilo, aber auf jeden Fall Trophy. Zack, da kommt der nächste an. Also, die Stelle läuft zumindest am Vormittag. Oder nochmal weiter testen. Oder zum Abend hin einfach wieder nochmal andere Farben ausprobieren. Das kann natürlich gut sein. Das werde ich nochmal machen. Und ich würde sagen, wir verkaufen einfach mal die Hechte. Und ich werde dann demnächst einfach nochmal gucken, was hier so geht. Welche anderen Farben und welche Köder hier noch gehen. Und vielleicht auch einfach mal mit den neuen Ködern ausprobieren. Ziehen wir den hier nochmal eben durch. Und dann geht es... Zack, da kommt noch was ran. Also, okay. Okay, das ist ein Zeichen. Wir gehen verkaufen.
So, dann schauen wir noch mal eben im Café, wie es da aussieht. Amurwels, da ist tatsächlich 5 Kilo. Also hier ist ja mal der Trophy-Platz. Tatsächlich wohl 5 Kilo die Trophy. Leider nicht gefangen. Hier ist auch kaum noch was, was ausläuft. Hier könnte was kommen. Aber ich glaube, wir gucken einfach mal eben, was die Hechte so jetzt gebracht haben. Mit der Trophy zusammen. Alter, 347 für die Trophy von 15 Kilo knapp. Ui, das ist natürlich was. Das ist natürlich was. Das kann man mal machen. Also, von der reinen Angelzeit. Ich war jetzt, gucken wir mal eben nach Zeit, Fangzeit. Insgesamt war ich jetzt eine Stunde da. Stunde 500, fast 600 Silber. Es war viel Rumexperimentieren noch dabei. Es hätte also noch ein bisschen, man kann es also noch optimieren, sagen wir es mal so. Beziehungsweise auch das Angeln von mittags. Eigentlich die ganze Nacht durch. Das kann man auch noch optimieren. Ich werde auch noch eine Zeit lang rumprobieren und auch im Stream am nächsten Montag nochmal mit rumprobieren. Die Dinger kommen jetzt hier erstmal ab in den Sale. Kratsching. Jawolski, knapp 600 Tacken dazu. Affengeile Sache. Ich freue mich aufs nächste Mal angeln. Das nächste Mal live auf Twitch auf dem Montag jetzt immer wieder. Montags, Mittwochs und Freitags Russian Fishing. Und ja, auf YouTube geht es natürlich auch weiter. Von daher den Kanal abonnieren, die Glocke reinhauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.